Endlich kann ich Gewalt anwenden. Chiholukuta, Chubu Ikatsfu, Undole. Bahupagi Wantahumpa, Muli Rabamba Wula. Okay. Da vorne schon. Ja, ist ja nicht weit von dem Hauptmission entfernt. Kann man ja sonst kurz nochmal zurückfahren. Also jetzt großartig, so wie es aussieht. Also die Viecher sind schon mal nicht, die ich töten soll. Die sind es, die ich töten soll. No problem. Und der nächste ist tot. Scheiße, jetzt sind ja drei. Gott, ich will mir die Fähigkeiten machen. So, die nächste Leiche. Wo muss ich hin? Nach rechts. So, habe ich gar nicht gesehen, die Typen. So, noch ein. Ah, da ist er ja. Komm beim Stream. Der Typ ist tot. Ich
Stufe 19 schon. Lol. Geht ja schneller als Spielzeit erlaubt. So, dann muss ich jetzt noch zurück. Dann geht's weiter mit der Hauptquest. Links abbiegen. Schade, dass es hier keine Blinker gibt. Ah, da ist eine Quest aber. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros-Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drum und Kas beenden. Willkommen in der Hauptstadt des Imperiums, mein Lord. Dieser gehorsame Ton gefällt mir. Ihr werdet mir hier sehr nützlich sein. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium, aber eine günstige Gelegenheit für mich. Willkommen beim Stream. Eine günstige Gelegenheit, um die Sklavenpopulation auszudünnen. Tote Sklaven sind ein Nebenprodukt meines Plans, aber nicht das Hauptziel. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Ein grauenhaftes Experiment. Ihr seid ein wahrer Sadist, Lord Rawl. Bitte, ihr müsst mir nicht schmeicheln. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? User entered your channel. User disconnected from your channel. Ich bringe meinen Feinden den Tod lieber direkter. Meine Methoden gehen weit über die Länge eines Lichtschwertes hinaus. Erweitert euren Horizont. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. Danke, Großvater. So, dann geht's gleich weiter zur Hauptmission. Wenn ich Lord Rawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. User entered your channel. Ich helfe ihm bei der Niederschlagung des Sklavenaufstands. User disconnected from your channel. Versteht ihr, worum er euch gebeten hat? Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Lord Rawl würde es sicher nicht gefallen, das zu hören. Versteht mich nicht falsch. Lord Rawl ist sehr gut auf seinem Gebiet.
Doch er stellt seine persönlichen Neigungen über unsere Effektivität. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Ihr werdet immer noch eine unbedeutende Drohne des Imperiums. Das mag sein. Aber eine besser bezahlte Drohne mit mehr Verantwortung. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Ich bin nicht nett. Diese abtrünnigen Sklaven sollen dafür bezahlen, dass sie dem Imperium ungehorsam waren. Ihr verlängert nicht nur das Leid der Sklaven, sondern auch meins. Ihr tut immer brav eure Pflicht, wie? Na gut. Nehmt das Quelltoxin und führt es in das Wasserfiltersystem der Sklavenlager ein. Wenn ihr fertig seid, geht zu Lord Rawl und holt euch eure Bezahlung. Und dann hau ich euch in die Pfanne. Das wird lustig. Da vorne ist noch einer verhackt. Verdammt, der hat schon verseucht. Gleich geht's besser. Oh Scheiße, ich muss auch noch davon welche besiegen. Ach Gott. Ja, dann muss ich eben gleich noch Leute umnieten. So eine Scheiße. Dann noch 30 Stück. Ich will eben die Bonis kriegen, ne? Juhu, wo seid ihr zum Abschlachten? Ah, da seid ihr. Dann geht's mal weiter. Tot um? Ist ja langweilig. Gucken, da unten ist einer und hier oben ist einer. Dann gehe ich erstmal hier oben hin. Das ist ja Schwachsinn, wenn ich zuerst nach da unten gehe. Schneller. Einer tot um. Jupp. Einer tot umgefallen.